Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Silberne Edition. Wir sind das letzte Mal hier in der Arena stehen geblieben. Eine Trainerin steht noch aus. Und der werden wir uns jetzt widmen. Ich habe es deutlich vor mir. Ich kann in deine Seele blicken. Ja. Also, wir sind das letzte Mal nach Kanto gekommen, haben uns den ersten Orden geholt. Sind dann von Orania City weiter nach Safronia City, haben die Stadt ein wenig erkundet und sind jetzt drauf und dran, uns den zweiten Orden zu holen. Dafür besiegen wir jetzt mal noch das Medium, machen uns auf ins Pokémon Center und schnappen uns dann Sabrina. So, Flegmon schon mal besiegt. Jetzt kommt noch ein Lamus und dann ist auch unser Lugia Level 47. Mal schauen, ob hier ein Spukball auch ausreicht. Nein. Und dann kommt der Aussetzer, der unseren Spukball blockiert. Na gut, dann nehmen wir halt den Luftstoß. Wenn es weiter nichts ist. Und Lamus ist besiegt. Lugia erreicht Level 47. Und wir besiegen das Medium Daphne. Obwohl ich in dir lesen kann, habe ich verloren. So, wir versuchen jetzt erstmal hier wieder rauszufinden. Na, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Jawohl. Nur das hätte ich ja besser nicht lösen können. So, wir gehen unsere Pokémon heilen. Pokémon Center war hoffentlich hier unten. Jawohl, habe ich richtig in Erinnerung. Dann wird Lugia nach hinten verschoben. Mal schauen, wen ich ja noch habe an Level 46ern. Bei denen es sich auch lohnt, gegen Sabrina zu kämpfen. So, schauen wir also mal. Tornupto, Blitzer, Citra King. Ja, da wird Citra King eigentlich gleich ganz gut passen. Wobei alle drei natürlich gepasst hätten. So, radeln wir also wieder nach oben. Und fordern Sabrina heraus, wenn wir denn den Weg zu ihr geschafft haben. Ah nein, ich glaube, das war falsch. Wir mussten hier nach links. Genau, hier unten rein. Ja. So, kommen wir von hier aus zu Sabrina. Ich glaube, von hier kam man irgendwie. Genau, genau so. Und dann legen wir los. Ich wusste, dass du kommen würdest. Vor 3 Jahren sah ich dich in einer Vision. Du willst meinen Orden haben? Ich habe keine Freude am Kämpfen, aber als Leiterin ist es meine Pflicht, all denen einen Orden zu geben, die sich als würdig erwiesen haben. Da du es wünschst, werde ich dir meine psychischen Kräfte zeigen. Und damit beginnt der zweite Arena-Kampf hier auf Kanto gegen Leiterin Sabrina. Und ich schicke Psyana in den Kampf. Level 46, wir, wie gesagt, unser Citra King. Nutzen wir doch gleich erstmal Feuer, oder? Vielleicht können wir es ja paralysieren. Mit Step ist es gar keine so schlechte Attacke auch. Jawoll. Psyana versucht es hier mit Sandwirbel, der schlägt erstmal gehörigst fehl. Kommt der nächste Feuerodem. Der wird nicht reichen. Jetzt trifft auch Sandwirbel. Ja gut, was soll's. Psyana ist besiegt und ich werde jetzt sowieso das Pokémon wechseln, weil Citra King Level 47 erreichen wird. Also entweder Blitzer oder Tornupto. Schauen wir mal, was jetzt kommt. Pantimos. Na, wir machen erstmal mit Tornupto weiter. Blitzer werden wir dann beim nächsten Arena-Kampf vielleicht brauchen, je nachdem, wo ich mich entscheide, lang zu gehen. So, machen wir weiter mit der Kopfnuss. Genau, dann schreckt Pantimos vielleicht zurück. Jawohl, hat schon mal geklappt. Gleich nochmal hinterher. Erneut erfolgreich gewesen und zu guter Letzt noch einen Feuerschlag.
Und dann ist bloß noch ein Pokémon übrig und das ist, ja, wer hätte es anders gedacht, natürlich Simsala. Natürlich muss Sabrina ein Simsala haben. Level 48, das ist schneller. Da kommen wir mit der Kopfnuss jetzt gar nicht mehr so weit, nachdem mir der Reflektor gesetzt wurde. Machen wir jetzt so weiter mit dem Feuerschlag. Oh, 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 die tut natürlich weh. Mal schauen, was wir mit dem Feuerschlag reißen können. Ja, deutlich besser. Hypertrank. Tja, ob der dir jetzt nochmal hilft, mag ich fast zu bezweifeln. Denn das wird ungefähr die Hälfte Schaden machen. Jawohl, etwas mehr sogar. Nochmal Psychokinese. Mit ein bisschen Glück übersteht das Tornoptor. Jawohl. Und das war's. Das ist der Arena-Sieg gegen Sabrina. Wir holen den nächsten Orden in Kanto. Und Tornoptor erreicht Level 47. Deine Stärke übertrifft meine Vorahnungen bei weitem. Vielleicht ist es nicht möglich, alles vorherzusagen, was die Zukunft bringt. Gut, du hast dir den Sumpforden verdient. Und wir erhalten den Sumpforden von Sabrina. Der Sumpforden aktiviert deine unterbewussten Kräfte. Obwohl ich nicht in der Lage war, deine Stärke vorauszusehen, weiß ich das ganz sicher. Du wirst ein gefeierter und beliebter Champ werden. Und damit müssen wir jetzt wieder uns hier rausirren. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Jawohl, wir haben den Ausweg gefunden. Dann geht's nochmal heilen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns da erstmal auf den Weg nach Lavandia zum Radioturm, um uns das Zusatzmodul zu holen. Also erstmal die Pokémon heilen. Und dann geht's wie gesagt nach Lavandia. Also ab nach draußen. Auf das Fahrrad. Merkt er eigentlich, dass er immer im Weg steht? Und dann geht's hier rechts durch. Wir können ja nochmal mit dem Typen hier reden. Warst du schon in Lavandia? Dort steht ein hoher Radioturm. Ah, okay, hier gibt's den Untergrund können wir auch nicht betreten. Okay, es ist verriegelt. Und hier haben wir gleich mal drei Trainer. Wir müssen das Pokémon tauschen, fällt mir gerade ein. Also Blitzer vor. Und jetzt geht's weiter mit dem Training für Blitzer. Wir repräsentieren die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Hier kommst du unter die Räder. Okay, wenn ihr meint. Ja, Biker Elert möchte kämpfen. Vier Pokémon hat er am Start. Als allererstes ein Smogon Level 27. Sollte kein Problem für unser Blitzer darstellen. Mal schauen, ob da sogar die Sternschauer-Attacke ausreicht. Nein, schade. Oh, und wir kriegen Finale ab. Aber geht noch. 658 sind die Erfahrungspunkte, die wir bekommen für den Sieg gegen Smogon. Jetzt kommt ja das nächste. Keine Ahnung, ob der mich auch in die Luft sprengen will. Deswegen agiere ich jetzt gleich mal mit der Donnerblitzattacke. Die wird definitiv reichen. Wunderbar. Weiter geht's. Ein weiteres Smogon ist am Start. So, aber auch das plätten wir gleich erstmal mit der Donnerblitzattacke. Kann es sein, dass sie jetzt alle immer ein Level stärker geworden sind? Kommt jetzt ein Level 30er Smogmog? Blitzer versucht Agilität zu erlernen. Agilität nicht erlernen, genau. Muss ich meinen Blitzer nicht auch noch Regentanz beibringen? Boah, ich hoffe, ich habe die TM schon gelinkt gehabt. Weil demnächst kommt nämlich auch die Donnerattacke bei Blitzer. Beziehungsweise will Blitzer die Donnerattacke erlernen.
Und dazu brauchen wir dann auch den Regentanz, damit wir mit Donner eben immer einen Treffer landen können. Entschuldigung. So, weiter geht's mit dem nächsten, mit dem grünen Bike. Tunnelpfad zu schön. Das ängstigt mich, okay. Ich habe es jetzt leider nicht gelesen, was ihn ängstigt. Auf jeden Fall ängstigt ihn irgendwas. Biker Gaston möchte kämpfen. Ein Pokémon hat er. Und das ist Flamara. Wir haben also jetzt einen Evoli-Kampf, könnte man meinen. Aber ich gehe stark davon aus, dass unseres stärker ist. Gibt direkt eine Donnerblitzattacke. Schauen, ob die sogar ausreicht. Jawohl, Flamara besiegt. Und es gibt nochmal diverse Erfahrungen. Und wir besiegen Biker Gaston damit. Vergib mir. Und der letzte im Bunde. Wir sind die Pokémon-Trainer-Gilde aus Kanto. Nimm dich in Acht. Mal schauen, ob auch der sich gleich großspurig hier wieder entschuldigt. Biker Aegidius möchte kämpfen und er schickt Smogon in den Kampf. Smogon Level 32. Kommt hier denn vielleicht mal ein Smogmog? Ansonsten ist es hier relativ sinnlos. Jawohl. Nummer 1. Und weiter geht's mit einem Smogon tatsächlich. Also das ist relativ sinnfrei, dass sie ihre Smogons nicht weiterentwickeln. Vor allem, weil es mir halt auch weniger Erfahrung bringt. Biker Aegidius besiegt. Wow, entschuldige. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Und fahren dann erstmal weiter. Oh, wir haben ja auch noch einen Trainer. Sehr schön. Das scheint mir ein Pokémaniac zu sein. Wie funktioniert der Magnetzug? Oder ein Streber. Bei der Fahrer eher ein Streber. Ja. Streber Thorsten möchte kämpfen und er schickt Slimer in den Kampf. Wahrscheinlich hat auch der kein Slimox, sondern nur zwei Slimers. Würde mich zumindest jetzt nicht wundern. Na? Hast du noch einen Slimox dabei oder noch mehr Schmutz? Tatsächlich ein Slimox und da wechseln wir doch mal das Pokémon. Da bringen wir doch auch mal unser Lugia ins Spiel. Mit der Psychokinese. Nachdem wir das unserem Lugia jetzt mal beigebracht haben. Lugia als Psychoflug-Pokémon bekommt halt dort auch den Step drauf. Deswegen lohnt sich die Attacke umso mehr. Und Slimog besiegt. Genauso wie der Streber Thorsten. Ich möchte nur den Magnetzug sehen. Ja, dann geht er nach Safronia City. Wir kommen nicht ohne Strom aus. Das Kraftwerk versorgt uns mit Strom. Nächster Streber scheinbar. Jawohl, der hat drei Pokémon. Streber Christian. Und er schickt als allererstes mal einen Magnetilo in den Kampf. Tja. Kommen wir mit der Donnerblitzattacke leider Gottes am besten. Alles andere macht noch weniger Schaden. Und die Donnerblitzattacke reicht sogar. Weiter geht's mit Magnetilo. Und jetzt würde ich sagen, ist es soweit. Wir schicken mal unser Stalos in den Kampf. Und da ist es. Und Eisenschweif wird jetzt nach oben genommen, Walzer hierhin, genau. Und dann sind wir tatsächlich sogar schneller als Magnetilo. Gut, Magnetilo auch ein Stahltyp. Macht natürlich Sinn. Und kommt jetzt noch ein Magneton zum krönenden Abschluss. Nein, noch ein Magnetilo. Ist ja fast eine Verschwendung, das Stalos hier in den Kampf zu schicken. Aber natürlich, 4-facher Schaden plus Step, 6-facher Schaden. Wäre Schwachsinn, dort was anderes auszuwählen. Natürlich hätte auch Tornopto die mit einem Schlag geblättet. Aber ich wollte einfach jetzt auch mal Stalos kämpfen lassen. So, was haben wir hier? Antiparalysebeere. Sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Und dann sind wir auch schon
da in Lavandia und die Musik ist immer noch dieselbe fantastische. Als allererstes heilen wir unsere Pokémon. Und schauen uns dann ein bisschen hier um. Vielleicht bekommen wir aus Versehen nebenbei gleich mal das Radiomodul. Hätte ich nichts dagegen. So, sprechen wir mal mit ihr. Es gibt eine Musiksendung im Radio, die Melodien auf der Pokéflöte sendet. Ach ja? Ah, dein Radio braucht ein Zusatzset, damit du das empfangen kannst. Die Radiostation kann nicht auf Sendung gehen, weil das Kraftwerk nicht arbeitet. Im Norden von Lavandia ist der Felstunnel. Er führt zum Kraftwerk. Okay, wahrscheinlich bekommen wir dann das Zusatzmodul erst, wenn wir das Problem im Kraftwerk gelöst haben. Könnte ich mir jetzt zumindest so zusammenreimen. Schauen wir uns erstmal weiter um. Mittlerweile steht ja auch ein Markt in Lavandia. Ich glaube, das war in der ersten Generation noch nicht so. Ja, unabdingbar Schutz bei sich zu haben. Ja, wie gesagt, ich bin da wahrscheinlich etwas zu geizig dafür. Kunstschmied gehört der maßgefährliche Pokéball. Ah ja, genau, das ist Kurt. Ja, fahr halt einfach mal nach Johto. So, was bietest du an? Schmutz, alles klar. So, was haben wir hier für ein Häuschen? Es gibt kaltherzige Menschen, die einfach ihr Pokémon im Stich lassen. Großvater nimmt die armen, heimatlosen Pokémon auf und sorgt für sie. Ja. Hier wohnt Mr. Fuji, aber er ist jetzt nicht zu Hause. Er müsste in der Ruhestätte sein. Ja, Mr. Fuji gibt's auch noch. Den kennen wir ja auch noch aus der ersten Generation. In Kanto werden viele gute Radioprogramme gesendet. Okay. Lavandia ist eine ruhige kleine Stadt am Fuße der Berge. In letzter Zeit ist es durch den Bau des Radioturms etwas geschäftiger geworden. Hallo, ich bin der Namenbewerter. Ja, dachte ich's mir. Hatten wir da eigentlich auch einen Johto? Nein, glaube ich fast nicht, dass wir zwei Namensbewerter haben. Die Leute kommen von überall her, um den Seelen dahingegangener Pokémon Respekt zu erweisen. Ah ja, das ist jetzt der Friedhof. Ich besuche mit meiner Mutter die Grabmale der Pokémon. Das wird Mr. Fuji sein. Die Pokémon, die bei mir lebten. Ich hatte sie so lieb wie meine Enkelkinder. Ja, Mr. Fuji, sei willkommen. Du scheinst deine Pokémon mit Sorgfalt und Liebe aufzuziehen. Solche, die Pokémon verehren, zollen hier den dahingegangenen Pokémon ihren Respekt. Bekunde bitte dein Beileid für die Seelen der dahingegangenen Pokémon. Ich bin sicher, das macht sie glücklich. Ich glaube, hier liegen noch andere Pokémon begraben. Es gibt viele Kammern, die nur Mr. Fuji betreten darf. So, gehen wir mal noch zu dir. Ein recht beeindruckendes Gebäude, nicht? Das ist der Radioturm von Kanto. Boah, geht so. Viele Menschen arbeiten sehr hart im Radioturm. Sie müssen ihr Bestes geben für eine gute Sendung. So, wer gibt mir jetzt das Modul? Nein, nein, nein! Wir sind nicht daher auf Sendung, seit das Kraftwerk nicht mehr läuft. Alle Bemühungen, diese Station zum Laufen zu bringen, sind vergebens, wenn ich nichts senden kann. Ich bin ruiniert! Hi, mein Freund. Ich bin der tolle Musikredakteur. Was? Dein Pokécom kann keine Musiksendungen... Man kann meine Musiksendungen nicht empfangen? Wie traurig. Wenn du dir ein Zusatzset besorgst, empfängst du meine Sendungen. Hol es dir bald. Und die Göre Rosemarie ruft an. Ja. Brauche ich jetzt auch noch zwingend. Ja, komm, werd fertig. Also, ich gehe mal davon aus, dass wir uns das Zusatzset erst holen können, wenn wir das Problem im Kraftwerk gelöst haben. Der lässt uns bestimmt auch nicht hoch. Ja. Okay. Dann verlassen wir das Gebäude erstmal wieder und sind damit auch schon durch hier in Lavandia. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann weiter um. Da geht es dann vielleicht durch den Felstunnel auch gen...
Gen Azuria City schauen wir mal und dort ist ja auch das Kraftwerk in der Nähe. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns wieder hier bei Pokémon Silberne Edition. Bis dahin, macht's gut.